So, Leute, willkommen zurück zu einem Ankündigungsvideo, was ich gestern schon mal aufgenommen habe. Ich aber mit der Qualität nicht zufrieden war, weil ich total müde war und so. Und es ist jetzt dieselbe Zeit wie gestern, aber ich bin munterer irgendwie. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, Chrono Trigger ist vorbei. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und wow. Das Ende war wirklich ziemlich genial und ich liebe dieses Spiel. Es hat wirklich Sympathien bei mir angeregt. Zum Thema, was kommt als nächstes Hauptprojekt, was auch immer. Dormy Fantasy wird ab Donnerstag neues Hauptprojekt sein. Das heißt, jeden Tag eine Folge. Und dann wird auch bald Super Mario RPG wiederkommen. Ich erkläre es euch mal. Diese Woche, beziehungsweise doch diese Woche, oder nein, ich mach's ganz anders, tut mir leid. Es ist zum Beispiel jetzt Woche 1. Jeden Tag kommt einmal Dormy Fantasy und jeden zweiten Tag einmal Brawl. Die zweite Woche kommt jeden Tag einmal Dormy Fantasy und jeden zweiten Tag Super Mario RPG, sodass sich Brawl und Super Mario RPG von den Folgen her abwechseln. Was ich sehr angenehm finde und so. Also, ich finde das sehr schön. Außerdem bin ich am 21. August und die Woche vom 30. August bis zum 3. September bin ich nicht da. Das heißt, da gibt es keine Videos, beziehungsweise am Sonntag und am Samstag ein paar mehr. Was kann ich noch sagen? Schnell durch. Harry Potter wird nach Dormy Fantasy als Hauptprojekt kommen. Und wenn ich die vier Projekte, die ich jetzt noch offen habe, das heißt Dormy Fantasy, Brawl, Super Mario RPG und Harry Potter, wenn ich die fertig habe, wird es zwei von euch gewählten Projekten, also die ihr mir gesagt habt, irgendwelche Projekte geben, die ich dann Let's Playen werde. Die werden aber nicht hintereinander jeden Tag eine Folge kommen, nein. Ich werde, nachdem alle Projekte, die jetzt da sind, fertig sind, eine Pause machen. Ich weiß noch nicht, wann das halt zu Ende ist. Auf jeden Fall bis zu den Weihnachtsferien. Das ist bei mir, fängt bei mir am 22.12. an, glaube ich, oder am 21. ist eigentlich auch egal. Da wird es am 22., 23. Videos geben, dann 27, 28, 29 und dann bis zum 6., weil ich bald bis zum 6. Ferien habe. Dann wird es wieder eine Pause geben und es wird wahrscheinlich dann mal am Wochenende so ein, zwei Folgen kommen. Aber sonst auch nichts, weil ich nicht die Zeit dazu habe. Dann halt wieder in Ferien. Und ab den Osterferien, das heißt ab Mitte, Ende April, wird es dann wieder regelmäßig Videos geben. Das heißt, jeden Tag eine Folge und das war's dann. Und ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, weil ich brauche auch mal eine Pause. Ich habe jetzt ohne meine Ferien und so eigentlich ein knappes Jahr am Stück gespielt. Und was ich doof finde, ich bin zu meinem einjährigen Jubiläum nicht da. Da bin ich auf Klassenfahrt. Aber da wird wahrscheinlich am Freitag oder am Samstag, also am 3. oder am 4. September, noch irgendwie was kommen. Seid gespannt. Also ich weiß noch nicht was. Ich weiß noch nicht mal, ob überhaupt was kommt, ob ich die Zeit dazu finde, weil ich jetzt gerade mit Schule auch ziemlich Stress habe und so. Und ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, das war's. Ich hoffe, das war jetzt schneller als das letzte Video. Aber ich glaube, alles ist schneller als das letzte Video. Und ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich bin Heracross Ace und wir sehen uns bald wieder. Und hören uns auch bald wieder. Ich werde wahrscheinlich vor meiner Pause nochmal ein Video machen, auf jeden Fall, damit ihr nochmal Bescheid wisst. Also, bis dann.
Ciao, ciao.